Dann machen wir es einfach auf die altmodische Art. 1, 2 und Giftbelastung. Das funktioniert nämlich auch ganz gut bei diesen Kristallwächtern und bei Bots funktioniert das spitze. Hallo, Servus und habe dir. Gestern konnte sich mein Kissen wieder was anhören. Ich habe in das Ding reingeschrien wie kein zweites Mal, weil ich habe gestern schon ein traumhaftes, ein perfektes, ein unglaubliches Gameplay mit diesem schönen Giftblends hier gemacht. 59 Kills, extremst viel Action. Ich war viermal in der Giftüberlastung, habe das so aufgeräumt. Es waren auch viele lustige Parts dabei. Es war von meiner Seite hier, war es, finde ich, sehr in Ordnung, es war sehr gut. Und dann kackt nach 30 Sekunden diese scheiß Aufnahme ab. Und natürlich die ganze Aufnahme kaputt, weg. Nada, nix, wie wenn nichts passiert wäre. Ich bin so ausgerastet, es war einfach schlimm. Und natürlich hatte ich gestern dann keinen Bock mehr, das Ganze zu wiederholen. Deswegen versuche ich es jetzt heute nochmal. Wenn ich heute jetzt nicht wieder mindestens 59 oder sagen wir mal 60 Kills schaffe, ich raste aus. Ich raste hier live aus. Okay, nein, werde ich nicht machen. Aber ich will jetzt wirklich genauso ein geiles Game haben wie gestern. Das war ein Traum. Aber um was geht's heute? Ihr seht es schon, Giftbrains. Giftbrains, was kann man zu den Giftbrains sagen? Mit dem Giftbrains habe ich jetzt alle. Nicht wieder Mondbasis Z. Da war das letzte Spiel so scheiße. Oh, mit dem Giftbrains habe ich jetzt alle legendären Sachen. Ihr wisst, ich habe schon wieder gemacht mit. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hier jetzt rauskommen. Mit allen legendären Pflanzenanpassungen, allen legendären Zombie-Anpassungen. Okay, am Schluss. Wisst ihr was, wir machen jetzt das Spiel und danach machen wir noch eins. Ein bisschen zum Aufwärmen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn ich mal hier spawnen würde, nur so nebenbei. Und die Map auch spawnen würde. Was die Lampsung aber sicher tut. Also alle legendären Pflanzen- und Zombie-Anpassungen habe ich kurz eben erst das Zombie-Video gemacht. Ui. Und jetzt muss ich mich wieder konzentrieren hier, weil sonst lässt sich gar nichts. Und wieder zurückzugehen. Oh, denn ich hole mir die Titan hier. Wenn ich mal runtergehen würde. War doch nicht. Ich habe schon wieder mit der Eisenzitron gemacht, mit dem Computerwissenschaftler, mit dem Disco-Schnapper. Das heißt, alle drei legendären Charaktere. Und jetzt hier mit dem Giftbrains der vierte. Und ja, durch das 50 Millionen, durch die Community Challenge, habe ich jetzt auch eben mein letztes Teil, mein unteres Teil für den Giftbrains bekommen. Ja, war mir schon natürlich von Anfang an klar, was ich da bekomme, weil mir eben nur noch das untere Teil für den Giftbrains gefehlt hat. Und ich schaue, dass ich jetzt hier von hinten komme, was aber nicht. Gut ausgewichen, aber ich hole mich trotzdem. Ich habe noch nie gegen eine Zitron gewonnen. Ich verliere jetzt. Ich wusste es. Du kannst mit deinen scheiß Brains nicht gegen eine Zitron gewinnen. Das funktioniert nicht. Ist mir, glaube ich, dreimal im Leben geglückt. Egal, es ist nicht nur Giftbrains generell. Du gewinnst mit deinen scheiß Brains nicht gegen eine Zitron. Im 1 gegen 1. Geht nicht. Unmöglich. Also du kommst von hinten so. Wie jetzt gerade. So. Ja, block mich vielleicht noch ein bisschen mehr da. Ja, also, kurz gesagt, ich habe jetzt alle legendären Sachen aus den Sticker Packs. Party-Charaktere fehlen mir natürlich noch ein bisschen. Okay, die fehlen mir noch alle. Ich habe erst die Party-Zitron. Wieder Rückzug. Was verstehst du nicht unter Rückzug? Bitte geh Rückzug! Rückzug! Dankeschön. Rückzug bleiben. Ich brauche irgendwie einen Heiler oder so. Ich erzähle gleich mehr über den Eisenbrains. Ja, es ist bestimmt ein Eisenbrains. Über den Giftbrains. So, ich bin gerade erst aufgestanden. Entschuldigt meinen Fehler hier. Ah, jetzt kann ich wenigstens gut über den Giftbrains hier sprechen. Das ist perfekt eigentlich. Also, Giftbrains ist kurz gesagt komplett anders, ein bisschen anders, ziemlich anders als wie alle anderen legendären Charaktere. Denn bei allen anderen, ja, ist klar, dass hier da vorne bei dem Ding steht. Weil alle anderen legendären Charaktere brauchen circa 4 bis 5
Kills, sage ich jetzt mal, ja, Kills, um in diesen Modus zu kommen. Um in diesen Giftmodus oder besser gesagt in diese Überlastung oder was auch immer das ist, um in diesen Modus zu bekommen, wo man mehr Schaden austeilt, wo man schneller ist und so weiter. Beim Giftbrains müsste man rein theoretisch gar keinen killen. Niemanden. Gar nichts. Nada, niente. Denn er lädt seinen Balken, seine Giftüberlastungsbalken rechts unten, den ihr jetzt gleich seht, mit Schlägen auf. Und damit meine ich nur mit Schlägen. Und man braucht, ich habe mal gehört, 11 Schläge, kann gut hinkommen, 11 Schläge so in der rum, also mindestens 10 Schläge braucht man schon. Und dann ist die Giftüberlastung, dieser Balken, voll und man ist im Giftüberlastungsmodus. Und deswegen finde ich, ist es mit ihm. Bitte, bitte wechseln. Ja, doch, Gott sei Dank. Ist es mit ihm. Ja, ich würde schon fast sagen, am einfachsten in den Giftmodus zu kommen. Obwohl, vielleicht ist ein bisschen der Computerwissenschaft das vielleicht noch ein Stück einfacher. Ist circa gleich. Du kannst, also, du kommst, wenn du gut bist, wenn du gute Situationen hast, kommst mit ihm am allerschnellsten in die Giftbelastung. Ja, weil du brauchst einfach nur in die Masse dich reinstürzen. Und wenn du Glück hast, stürzt du dich in die Masse rein. Und schlägst ein paar Mal um dich herum, machst mit einem Schlag, triffst vielleicht gleich drei Gegner und du bist so furchtbar schnell in dem Modus. Und du verwandelst mich jetzt nicht in eine Ziege. Dankeschön. Ihr habt gesehen, ihr habt jetzt glaube ich drei, vier Mal hingeschlagen. Und Giftleistung ist schon ziemlich voll. Was ist denn das? Gerade hast du auf mich geschossen. Und das gilt auch, wie ihr seht, bei Bots. Oh ne, nicht der Scheißding da. Oh Gottes Willen. Geh weg da. Also gehe ich hier wieder Rückzug. Jetzt wollen nur noch zwei Schläge. Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen mehr Rückzug gehen. Oder. Nein, ich riskiere es nicht. Oder was mache ich jetzt? Ich habe Angst. Und jetzt ein Schlag noch. Ja, ich gebe die Belastung. Perfekt! So einfach geht das, wenn man will. Und jetzt mache ich hier 50 Schaden, glaube ich, pro Schlag. Wenn ich. Okay, ich bin tot, also. Aber ich treffe jetzt. Ich sehe jetzt niemanden. Gut, das ist natürlich Pech. Ich hatte eben bei dem vorhin erwähnten Gameplay gestern, wo ich fast 60 Kills gemacht habe, habe ich das mal ausgenutzt. Bin ich so in den Garten reingegangen, habe zwei der Schläge gemacht. Und habe mit der Giftbelastung, glaube ich, nachher 4 oder 5 Leute weggeholt. Das war ein Traum. Es war einfach nur, hat einfach Spaß gemacht zu spielen. Und ich glaube, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich versuche jetzt hier natürlich das gleiche wieder für euch zu erreichen. So. Ja, sonst zu Schadenswerten. Wenn er nicht in der Giftbelastung ist, macht er, glaube ich, so 30 Schaden pro Schlag. Hat der Bühne, wie ihr jetzt seht, recht geringe Schlagrate, also Feuerrate, sag ich jetzt mal. Nein, nicht durch die Dinger da. Schnell weg da, weg, weg da. Ich gehe von hinten. Und der verfolgt mich jetzt wahrscheinlich. Okay, doch nicht. Ja, kommt mal da. Ich habe den nicht getroffen. Ernsthaft, jetzt bin ich tot. Okay. Wie ihr seht, immer gegen eine scheiß Zitron verliere ich immer. Okay, das war jetzt eine Erbsen. Eine Steinnäpse. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe einen Trick gefunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trick ist. Ich sage das mal. Und zwar, ihr seht hier, wenn ich die ganze Zeit jetzt den Schuss-Button spamme, mache ich einen Rechtsschlag, einen Linksschlag und einen Doppelschlag und danach einen Rückwärtssalto. Und durch diesen Rückwärtssalto mache ich natürlich keinen Schaden. Okay, jetzt blockt es da gerade irgendwie. Also Rechtsschlag, Linksschlag, Doppelschlag, Salto. Und ich weiß nicht, was besser ist. Ich bin noch am Spekulieren. Ob man jetzt die ganze Zeit spammen soll, also ganz schnell drücken soll, oder ob man es so machen soll, ein bisschen Lamsinger schlagen und dafür dauerhaft einen Rechtsschlag machen. So wie ich das jetzt mache. Ich weiß nicht, was besser ist. Jetzt bin ich halt ein bisschen Lamsinger in der Feuerrate, dafür habe ich nachher nicht diese, unter Anführungszeichen, Ladezeit, indem ich den Rückwärtshalt mache. Jetzt glaube ich 30. Manchmal mache ich 30, manchmal mache ich 10, manchmal mache ich 20. Komisch. Ich glaube, das kommt darauf an, was für Schläge ich hier mache. Was ist mit dir? Hast du Probleme?
Geh lieber auf die Gegner. So. Okay, du kommst nicht her. Nein! Scheiße. Diese Kristalle sind so stark. Also, die gehört zu mir. Nein, bitte lass mich doch leben. Okay, ich gehe jetzt mal rückzug. Das war jetzt ein ziemlich blöde Scheiße von mir. Nehmt euch jetzt gerade kein Beispiel an das, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe jetzt einfach nur gefehlt. Was ist mit dir? Du gehst mir so auf den Sack, Mann. So. So, jetzt hole ich dich. Jetzt hole ich dich, jetzt hole ich dich, jetzt hole ich dich, jetzt hole ich dich. Und Rückzug, Rückzug. Okay. Gut, keine Chance. Schau mal, ich denke mal, dass ich vielleicht jetzt in der Runde noch ein, zweimal in den Giftmodus schaffe. Ich hoffe. Giftüberlastung. Ach ja, eine Sache ist noch anders als wie bei allen anderen legendären Charakteren. Und zwar, es ist immer so, bei allen anderen. Ja, fuck you. Immer so bei allen anderen, oh ja, dass ich jetzt hier eingeschleimt werde. Genau. Wartet, wartet, wartet. Ich will da diesen Ding haben. Und er bleibt nicht stehen. Ich will zumindest einen Schlag. Jawohl. Es ist so bei allen anderen, dass wenn du jetzt schon, so wie ich jetzt zum Beispiel, ein bisschen den Balken voll hast und danach stirbst und danach wiederbelebt wirst, dass der Balken noch immer da ist, wo du zuletzt warst. Oh shit, weg da, weg da, weg da! Bei dem Gift Brains ist das nicht so. Da musst du wirklich. Und rauf, rauf, rauf! Ja, bitte, 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 lass mich noch leben! Dankeschön. Und heil mich! Heil mich! Er heilt mich. Du bist nett. Dankeschön. Bei dem ist es nicht so, da musst du wirklich, also wenn du stirbst, ist wirklich der Balken komplett unten und du musst wieder von vorne anfangen, egal ob du wiederbelebt wirst. Also da muss man wirklich die Giftbelastung in einem Leben schaffen, weil sonst hast du ja verloren. Ach komm, schau, jetzt brauche ich nur noch zwei Schläge. Zwei Schläge, bin ich Giftbelastung. Und wo bekomme ich jetzt diese zwei Schläge? Ich stehe ich gar nicht, weil ich jetzt bestimmt gleich drauf gehe. Und wo soll ich hingehen am besten? Was spammen die mich hier da voll? Okay, das war jetzt dumm. Ich will ein bisschen in den Garten gehen, was ich aber eigentlich nicht zwingt, weil eh niemand im Garten ist. Ich bleibe jetzt hier mal da hinten weiter. Und dann gehe ich davor gleich. Das war sau dumm. Jetzt gehe ich sie hier gleich drauf. Hinter mir ist bestimmt ein Gegner. Ja, der stirbt. Warum stirbt denn der jetzt? Wenn ich ihn da gerade haben will. Ich wollte doch nur zweimal auf ihn hinschlagen. Dann hättest du mich sterben können. Die nehmen den nicht ein. Ach, sind das Bobs. Dann machen wir es einfach auf die Altmodische Art. 1, 2 und Giftbelastung. Das funktioniert nämlich auch ganz gut. Bei diesen Kristallwächtern und bei Bots funktioniert das spitze. Die wehren sich nicht wirklich. Ja, genau so wie ich das habe. Ja, genau so. So war das gestern auch ungefähr. Nur noch krasser. So ungefähr. Das war einfach. Es ist einfach genial. Es macht so viel Spaß, wenn man in der Giftbelastung ist. Und es ist auch nicht wirklich schwer reinzukommen. Also, Giftbrains ist wirklich ordentlich. Gut, Spiel zu Ende, aber ich zeige euch jetzt noch was Lustiges. Und zwar ein Trick, falls ihr den Gift Brains überhaupt nicht mögt. Keine Ahnung, ihr hasst generell Brains oder ihr mögt den Gift Brains einfach nicht. Und ihr wolltet natürlich auch leveln, ist ja klar. Dann gibt es einen Trick, in dem ihr super schnell leveln könnt. Und den zeige ich euch jetzt ein bisschen. Habe ich gestern ein bisschen rausgefunden. Funktioniert sehr, sehr gut. Und das schauen wir jetzt gleich an. Zuerst schauen wir noch schnell, wie wir hier jetzt. Ja, gut. 10 zu 2. Ist natürlich kein 60-Kills-Spiel. Boah, ich kann den noch immer so auslasten. Aber ich
Eines Tages habe ich bestimmt mal so viel Glück und nehme ein 60 Kills Spiel auf. Boah, ich bin so sauer. Was so ein gutes Spiel. Aber jetzt zeige ich euch wenigstens noch diesen kleinen Trick, sage ich jetzt mal. Macht doch sehr viel Spaß natürlich. Und zwar müsst ihr ganz simpel gesagt hier einfach in den Backyard gehen. Und das war's eigentlich schon. Und dann Leute killen. Vor allem Bosse killen. Wirkt doch irgendwie logisch. Wenn durch die Bosse, die halten extrem viel aus, kann man sehr, sehr, sehr schnell. Ach man. Sehr, sehr, sehr schnell seine Anzeige füllen. Zack, 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 zack. Und die dann natürlich ebenfalls, wenn die Anzeige mal voll ist, sehr schnell down kriegen. Und jedes Mal, angenommen, ich habe jetzt wenig Leben, jedes Mal, wenn ihr halt in die Giftbelastung kommt, habt ihr wieder, glaube ich, mindestens 100 Leben. Was im Normalfall ausreicht. Wenn ihr jetzt euren Backyard hier jetzt auf, sag ich mal, einfach gestellt habt, reicht das vollkommen aus. Ja, Moment, muss ich noch was machen. Ganz dezent mache ich das jetzt hier. Und ich bin schon wieder drin. Und Level 4. Und man kommt natürlich durch jeden Boss, die bekommen 200 Punkte. Also das ist wie wenn man jetzt im Multiplayer wen killt. Ist vielleicht jetzt für manche Leute eine ganz nette Taktik. Hin wieder macht Spaß, das ein bisschen durchzugehen. Und ich bin, hatte 30 Leben, jetzt habe ich wieder fast 100 gehabt. Und das Lustige ist, man kann mit dem einfach nicht aufhören. Man will da aufhören, aber es geht oft nicht. Ist zum Beispiel auch eine gute Taktik, wenn jetzt zum Beispiel eine Herausforderung ist, erledige, weiß ich nicht, eine Sonnenblume, so eine Riesensonnenblume, Sonnenblumenkönigin, funktioniert das mit dem am allereinfachsten. Und gibt sie Leistung. Und zack. Multiabschluss. Pflanzenhilfe gezogen. Zack, zack, zack. Geht alles sehr, sehr super. Gut. Ich spiele mich jetzt noch weiter ein bisschen. Ich hoffe, da hat es gefallen. Auch wenn es kein 60 Kills Gameplay war. Egal. Gut, ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.